Herzlich willkommen zum Infoflash von Tele Bilang am heutigen Sonntag vom 18. August. Und das macht heute Schlagzeilen. Die traditionell fette Saison hat sich das Wochenende in Tavannes abgespielt. Die Action Jeunesse Régionale hat die Gelegenheit genutzt, um auf die Gefahren vom Alkoholmissbrauch aufmerksam zu machen. Lys feiert seinen ersten Relieftag. Er soll Skulpturen, die entlang am Lysbach in Stein gemeißelt sind, bekannter machen. Falls ihr einen ungewöhnlichen Ort für eure Hochzeit sucht, könnt ihr so machen wie das Bieler Paar, das sich in einem Einkaufszentrum liiert hat. Die fette Saison in Tavannes an diesem Wochenende. Gelegenheit zum Leute treffen, auf Kilbibahnen gehen und eins ziehen. Um das Risiko von Überkonsum während der Festlichkeiten zu reduzieren, gibt es einen Stand zur Sensibilisierung für die Auswirkungen von Alkohol. Die Jungen können einen kleinen Parkour machen mit einer Brille, die verschiedene Level von Besoffenheit simulieren. Ja, wie gesehen. Mit dem sind ihr beide mit einer Alkoholvergiftung im Spital. So weit würde ich nie gehen. Bist du bereit? Kann ich werfen? Jetzt drehst du um den Deckel herum. Jetzt musst du das Zeug unter dem Deckel zusammenlesen. Über das Hindernis übersteigen. Es ist super schwierig. Auch thematisiert werden Tabakkonsum und toxische Beziehungen zwischen Jugendlichen. Und dieser Stang richtet sich sowohl an Jugendliche wie auch an Erwachsene. Dieser Einsatz ist vom AJR organisiert, von Action Jeunesse Régionale. Notre cœur de métier, c'est l'animation, parce que nous sommes des animateurs socioculturels. Les autres années, on jouait sur les deux tableaux. Der Kern von unserem Beruf ist Animation, weil wir sind soziokulturelle Animatoren. In früheren Jahren haben wir beides gemacht, aber das Jahr steht uns nur Prävention offen. Wir stellen fest, dass im Rahmen von so Festen die Jungen und auch die weniger Jungen sich schneller gehen lassen. Vorher sind da vier junge Frauen vorbeigekommen und sie haben mir erklärt, dass so Dorffeste fest verbunden sind mit Alkoholkonsum. Extrêmement festiv, comme par exemple les fêtes de village. Die Animatoren und Animatorinnen werden vom Blauen Kreuz unterstützt und von seiner Präventionsabteilung Red Blue. Gemäss dem ist der Alkoholkonsum bei den Jungen am Zurückgehen. Ce qui change un petit peu, c'est le mode de consommation. On est beaucoup dans ce qui s'appelle le binge drinking. Was ein bisschen anders ist, ist die Art des Konsumieren. Beim Binge Drinking geht es darum, viel Alkohol in kurzer Zeit zu trinken. Mit dem Ziel, so schnell wie möglich betrunken zu sein. Es ist wichtig, dass die Organisatoren aufpassen und dass sie die verschiedenen Angebote der Vereine nutzen. Es hat sich viel geändert, auch auf kantonaler Ebene, dass man sich immer mehr bewusst wird, was bezüglich Alkohol und auch andere Substanzen läuft. Dieser Stang ist selbstverständlich alkoholfrei. Der ganze Abend durch gibt es Cocktails ohne Alkohol und Bierpong spielt man mit der Simulationsbrille und ohne Bier. Nebst den vielen Anlässen, die das Wochenende stattgefunden haben, war das Biel im Stadtpark Sommerfest. Es ist die dritte Ausgabe von dem Fest und ist animiert vom Jugendzentrum X-Projet und dem Pflegeheim Residenz Olac. Eine Gelegenheit, um den Fortschritt auf der Baustelle im alten Wärterhäuschen zu begutachten. Dort wird voraussichtlich ab dem Frühling 2025 die Büvette Le Petit Schluck eröffnet. Am Samstag hat man das Lys mit Hammer, Meißel und Muskelkraft Stein bearbeiten. Es ist gar nicht so einfach. Es ist der Relieftag 2024. Zum ersten Mal wird der Lysser Reliefgalerie einen ganzen Tag gewidmet. In den Kanalmauern des Lysbach findet man in Jurachalk geschlagene Kunstwerke, eine Freiluftgalerie, die man sieht, wenn man genau anschaut. Vielen Lyserinnen und Lyser ist das bis zum heutigen Tag eigentlich gar nicht so wahnsinnig bewusst und bekannt gewesen. Selbst die, die hier regelmässig flanieren. Und wegen dem haben wir entschieden, dass wir den Relieftag machen, damit die Lyserinnen und Lyser merken, was für Schätze, kulturelle Schätze sie in ihrer eigenen Gemeinde haben. Ganze 15 Kunstwerke sind entlang am Lysbach in Stein gemeißelt. Und zu jedem Relief gibt es eine Mundartgeschichte vom Bieler Autor Achim Barter, die man hören kann, wenn man den QR-Code scannt. Im Vorstellungsgespräch gefragt hat, wer anpacken kann. Auf alle Fälle hat er Alois gesagt, er sei einer, der wüsste, was arbeiten sei. Einer, der Bütz sieht, einer, der sich für nichts schadet sei. Und wenn er etwas kann, hat er Alois gesagt, dann sei es bügeln. Die Reliefgalerie ist für Künstlerinnen und Künstler eine Möglichkeit, ihren Werken eine besondere Bühne zu bieten. Für mich als Künstler ist es natürlich schön, wenn man etwas
einen öffentlichen Ort herstellen, wo die Leute zuschauen können, wie das entsteht. Und natürlich dann die Kunstwerke uns alle überleben, in dem Sinn, wenn man sie pflegt. Und das ist eben etwas Schönes, oder? Wenn man etwas im grossen Format machen kann, aus einer bestehenden Mauer. Normalerweise haben wir den Stein, das Rohmaterial bei uns im Atelier und das bearbeiten. Und hier kommen wir eigentlich auf Platz und müssen mit der Qualität schlagen, die wir hier haben. Eine Herausforderung, die Lorenzo Bottinelli schätzt. Das erste Relief, ein Papierschiff aus Jurakalk, ist vor 28 Jahren entstanden. Seither ist im Schnitt alle zwei Jahre ein neues dazugekommen. Die Reliefgalerie soll nicht nur bekannter werden, sondern auch weiter wachsen. Jetzt haben wir auch wieder einen Wettbewerb lanciert. Dort hoffen wir, dass natürlich jetzt möglichst viele Künstlerinnen und Künstler mitmachen. Es ist jetzt im Bachraum Gesellschaft, wo wir wieder einen Bereich festgelegt haben, wo eben ein neues Relief soll entstehen soll. Und gleichzeitig suchen wir natürlich auch jemanden, der bereit ist, das Werk auch zu zahlen. Ein Relief kommt je nach Ausführung auf 20.000 bis 30.000 Franken. Der Platz, wo das Kunstwerk ankommt, ist schon reserviert. Ein fast ganz normaler Samstag im Gobsonter Bahnhof zu Biel. Es sind nicht die Aktionen oder die Rabatten, die den Blick auf sich ziehen. Ein paar Meter von den Verkaufsflächen entfernt geben sich Luana und Cyril Rieser sein Anwort. Ja, ich will. Ja, ich will. Der Trausagen, das Auftreten der Trauzeuge und das Ringritual. Es scheint nichts zu fehlen an dieser Hochzeitsfeier, die das Paar an einem Wettbewerb gewonnen hat, wo es ich aufs Zentrum organisiert hat. Ich erkläre euch zu Mann und Frau. Ich habe hinter dem Bahnhof gewohnt und bin jeden Tag hierher gekommen. Es ist, als würde ich bei mir heiraten. Das macht Freude. Ja, für mich ist es ungewöhnlich, es ist anders und ich habe gefunden, das passt zu uns. Eine überraschende Kombination. Viele Leute, die sich einkaufen, nehmen den Moment an der Feier teil. Es ist für Kundinnen und Kunden genau wie für die geladenen Gäste ein Novum. Es ist das erste Mal, dass der Detailhändler Ries eine Hochzeit in einer Filiale organisiert. Es ist nicht sehr gängig, aber es ist eine Erfahrung. Wieso nicht? Also ich finde, dass das passt eigentlich zu der heutigen Zeit mit den Medien. J'ai jamais vu une chose pareille. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Wirklich, es ist gut organisiert. Ich bin zufrieden, dass meine Enkelin den Wettbewerb gewonnen hat. Das müssen wir mehr machen. Es gibt sowieso nicht mehr viele, die heiraten. Das kann vielleicht einen Anreiz geben. Aber da geht es nicht darum, einen neuen Trend zu setzen, sondern um die letzte Werbekampagne vom Centre Bahnhof Bilbien zu beenden. Das Thema mit dem Titel «Love is in the air» handelt von der Liebe und daher kommt die Idee von einer Hochzeit, organisiert und finanziert vom Laden. Das ist natürlich immer das Ziel, dass wir hier Aktivitäten machen, dass man hier überall schön einkaufen kann, das wissen die Leute, aber dass wir sie zwischendurch überraschen mit einer Aktivität, das haben wir immer noch geplant, was genau das alles ist. Aber es war natürlich auch für unser Team natürlich eine Herausforderung gewesen, quasi als Wedding Planner hier aufzutreten. Cyril und Luana Rieser beschränken sich nicht auf die Hochzeitsfeier. Im nächsten Jahr soll es noch eine religiöse Hochzeit geben. Bis dann ein Hoch auf die Verheirateten und gutes Einkaufen. Er hat die Natur beobachtet. Er war sehr sensibel, was Licht angeht. Die abgeschliffenen Skulpturen aus Bronze und Aluminium waren wie ein Spiegel, mit dem er immer das Licht gesucht hat. Der Künstler, der fasziniert ist vom Licht, ist der Michel Engel. Der Wahlneuenstädter ist im Jahr 2022 gestorben. Die Galerie Comme würdigt ihn mit einer Gedenkausstellung, die am Freitag in Anwesenheit von seiner Witwe Catherine eröffnet worden ist. Es ist sehr emotional, sehr fest. Schon als ich die Ausstellung eingerichtet mit der Galeristin, waren die Emotionen stark. Und ich hatte den Eindruck, als wäre er da neben mir. Ich war in einem speziellen Zustand während dieser Ausstellung. Ich hatte l'impression qu'il était là, qu'il était près de moi. J'étais comme dans un état second, quand j'ai monté cette exposition. Die Leute aus der Region kennen die Arbeit von Michel Engel auch ohne das zu wissen. Eine von seinen Skulpturen empfängt Schülerinnen und Schüler von der Sekundarschule in Neuenstadt. Und das imposante Werk an der Spitalstrasse in Biel?
Auch das trägt die Handschrift von Michel Engel. Die Werke, die in der Galerie Comme-Comme in Neuenstadt ausgestellt sind, sind noch bis am 7. September zu sehen. Das war es mit dem Infoflash für heute. Nach dem Meteo kommt unsere Sendung Sport mit den Schweizer Meisterschaften im Springreiten, wo das Wochenende in Kappelen Lys waren. Gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm auf Telebilang.